Hallo meine lieben Wasserzeichen, herzlich willkommen alle Fische, Krebse und Skorpione zu eurem Reading aus dem Tarot für die zweite Dezemberhälfte. Ja meine Lieben, ich habe mir für dieses Reading eine spezielle Legeform ausgedacht, jetzt für die Sternzeichen-Readings, denn es geht ja jetzt in die Feiertage, es geht in den Jahreswechsel und ich habe gedacht, wir können die Gelegenheit nutzen, bei den Sternzeichen einfach mal zu gucken, was war die Botschaft des vergangenen Jahres quasi für euch, was kommt im neuen Jahr auf euch zu, welche Botschaft hast du von deiner Seele, aus deinem Unterbewusstsein für diese kommende Zeit und was rät dir die geistige Welt. Deswegen siehst du hier jetzt die Karten in einer anderen Form aufgelegt. Ich erkläre dir natürlich gleich, welche Positionen du wo findest. Und ich habe wie immer die Karten bereits springen lassen während des Missions. Ich habe eine Meditation über der Legung gemacht und bringe euch jetzt mal die Energie für diesen Jahresausklang sozusagen nahe. Wie immer bei den allgemeinen Readings, bitte achte darauf, was du spürst. Ja, die Botschaften, die mit dir in Resonanz gehen, sind auch für dich gedacht. Wenn du dagegen merkst, nach den ersten paar Minuten, damit gehe ich diesmal nicht in Resonanz, schau dir gerne noch die Legung für dein Mondzeichen und für deinen Aszendenten an, denn manchmal passen diese Botschaften besser. Ja, meine Lieben, ich habe hier in der Mitte habe ich mal gefragt, welche Energie ist denn für dich jetzt vorhanden über die Feiertage? Und da wollten zwei Karten gleichzeitig springen während des Missions. Und zwar einmal eine wunderschöne Karte, nämlich das Ass der Kelche und gleichzeitig die drei Münzen. So, was sagt uns das jetzt? Das Ass der Kelche steht für eine Chance in der Liebe, für einen Neubeginn in der Liebe, für die Selbstliebe natürlich auch, für das Gefühl, geliebt zu sein, ja, ganz gleich von wem. Du fühlst dich geliebt, aber die drei Münzen dazu sagen uns, dass eventuell etwas auf dich zukommen könnte, was dich auch vor eine Aufgabe stellt. Ja, die drei Münzen im Tarot symbolisieren immer eine Art Prüfung, aber das Schöne an der Karte ist, damit prophezeit uns eigentlich die Legung, dass wir diese Aufgabe gut meistern werden. Jetzt war natürlich mein erster Eindruck, war, dass es eventuell sein könnte, dass sich jemand aus deiner Vergangenheit über die Feiertage bei dir melden wird. Und vielleicht sogar mit einem sehr liebevollen Angebot auf dich zukommt. Und dass dich das natürlich auch wieder herausfordert, nach all dem, was du in diesem Jahr lernen durftest, wirklich zu prüfen, was ist in diesem Kelch. Ja, das sage ich auch deshalb, ich möchte gleich mal diese Karte hier links mit einbeziehen. Ich fragte mich an dieser Position dieses Mal, welche wichtigen Erkenntnisse durftest du aus diesem Jahr 2018 denn mitnehmen? Und da fällt der Page der Kelche. Und ich musste schmunzeln, weil der kam ja in den Wasserzeichenlegungen oftmals vor. Und da bin ich immer darauf eingegangen, dass dir in diesem vergangenen Jahr oftmals ein Kelch gereicht wurde. Aber in dem Kelch war nicht dein erwünschter Inhalt. Ja, wenn du meine Legungen verfolgt hast, wir hatten da immer mal darüber gesprochen, dass dir eventuell hier nur ein glitschiger Fisch gereicht wird, statt ein wirkliches, sage ich mal, handfestes, sehr ernst gemeintes, stabiles Angebot der Liebe oder für eine feste Beziehung. Ja, du hattest scheinbar mit einem Menschen durchaus viel Kontakt, aber es war eben nicht das Erwünschte. Und wenn ich jetzt diese drei Karten im Zusammenhang sehe, könnte es tatsächlich für einige von euch sein, dass dieser Mensch, um den es bei euch ging in diesem Jahr 2018, sich über die Feiertage bei dir meldet und dir tatsächlich einen Kelch reicht und du jetzt aufgefordert bist, genau hinzuschauen, was ist denn wirklich drin. Also so nehme ich es wahr. Das Ass der Kelche, wenn fällt, ja, dann darf ich schon davon ausgehen, dass hier etwas sehr Ernst Gemeintes auf dich zukommt.
Wenn du jetzt keinen Menschen im Sinn hast, ja, um den es sich bei dir jetzt handeln könnte, der aus der Vergangenheit zurückkommt, könnte es natürlich auch sein, dass du jemand Neues kennenlernst. Die Asskarten im Tarot sind ja immer auch Chancen. Ja, und vielleicht ist es ja so, dass du aufgrund der gemachten Erfahrung 2018 dein Herz ein bisschen verschlossen hast, ja, und dafür würde auch diese Karte hier sprechen. Hier unten frage ich nämlich, welche Botschaft hat deine Seele für dich? Was kommt aus deinem Unterbewusstsein jetzt zu dir? Und da fallen die zwei Schwerter. Und das ist ja genau eine Karte, die zeigt, dass du dich vielleicht aufgrund gemachter Erfahrungen in diesem Jahr 2018, die auch schmerzlich für dich waren, aktuell etwas verschlossen hast. Also hier, wenn diese zwei Schwerter direkt unter dem Ast der Kelche und nachher dann noch unter den neuen Schwertern, ich komme da noch dazu, liegt, dann fühle ich, ja, dass deine Seele dir sagen möchte, das, was du hier erlebst, was immer es sein wird, vielleicht ist es ja auch dieses Gefühl, das sich über die Feiertage bei dir breit macht, du hast diese Liebe, nach der du dich lange im Außen gesehnt hast, in dir selbst gefunden und das war deine Aufgabe. Ja, das kannst du ja auch so wahrnehmen. Aber deine Seele sagt dir, auch dafür gilt es, dein Herz zu öffnen. Denn auch wenn wir die Liebe zu uns selbst in den Fokus stellen, ja, ist es wichtig, das Herz aufzumachen. Denn, das habe ich in vielen Videos schon immer mal gesagt, wir können unser Herz nicht nur für eine Person verschließen. Wenn wir unser Herz verschlossen haben, dann ist es letztendlich für alles um uns herum verschlossen und auch für uns selbst. Also die Botschaft deiner Seele lautet wirklich zu versuchen, über diese besinnliche Zeit jetzt in dieser zweiten Dezemberhälfte dein Herz zu öffnen. Vor allem natürlich für dich selbst, ja. Es dir gut gehen zu lassen, gut für dich zu sorgen über diese Zeit. Ich weiß, dass einige von euch dieser Zeit jetzt etwas ängstlich entgegensehen, weil wir hatten viele Trennungen in diesem Jahr. Viele Menschen haben sich dazu entschlossen, einen anderen Menschen loszulassen, an dem man vielleicht auch sehr lange festgehalten hat. Und da hat man natürlich so ein bisschen Angst vor dieser besinnlichen Zeit jetzt, vor den Feiertagen. Fest der Liebe. Aber wir haben hier mit dieser Karte auch eine wundervolle Energie liegen, die sagt, du darfst dich daran erinnern, dass du immer geliebt bist. Gott und deine geistigen Helfer, deine Engel oder wer für dich einfach wichtig ist, ja, in spiritueller Bedeutung, liebt dich bedingungslos. Und ich denke, für viele Wasserzeichen ging es gerade in diesem Jahr auch darum, diese Aufgabe anzunehmen, zu erkennen, wie wertvoll du bist, dass du ein geliebtes Wesen Gottes bist, ja, das genau so gewollt ist, wie es ist. Denn gerade die Wasserzeichen neigen ja immer dazu, an sich zu zweifeln. Dieser tief verankerte Glaubenssatz, nicht gut genug zu sein, ja, ist in euch oft so aktiv gewesen in diesem Jahr. Aber ihr habt die Aufgabe angenommen und vieles transformiert. Und das bestätigen auch die anderen vier Karten. Ich habe nämlich an dieser Stelle gefragt, ja, was wird für dich jetzt in 2019 zentrales Thema sein? Einfach mal so als Überblick. Und da wollten auch zwei Karten gleichzeitig fallen, nämlich die neun Stäbe und die sechs Schwerter. Und genau mit dieser Energie, ja, also besser könnte es eigentlich keine Karte beschreiben, nehme ich wahr, dass viele Wasserzeichen dieses Jahr verlassen. Die Wunden sind noch sichtbar aus 2018, aber ihr steht hier aufrecht und mutig nach vorne zu schauen. Und es geht scheinbar auch in diesem Jahr für euch weiterhin darum,
alle Situationen zu verlassen, die euch nicht gut tun, die eurem Seelenfrieden abträglich sind, in denen ihr nicht wertgeschätzt werdet. Und das ist eine ganz, wie ich finde, heilsame Energie für 2019. Denn die Karte sagt mir auch hier, die neuen Stäbe, du hast für dich in deinem Inneren Frieden gefunden und bist nicht mehr bereit zu kämpfen. Du erkennst, und vielleicht jetzt auch über diese Feiertage mehr und mehr, dass man um Liebe nicht kämpfen braucht. Wenn du um die Liebe eines anderen Menschen kämpfen musst, dich anstrengen musst, dich vielleicht sogar verbiegen musst, dich klein machen musst, dann ist es keine Liebe. Denn Liebe macht frei. Liebe macht ruhig im Herzen. Liebe hat nichts mit Kampf zu tun. Und es sagt diese Energie wundervoll aus, ja, dass du im neuen Jahr wirklich noch mehr sensibilisiert wirst für alle Situationen, die dir nicht gut tun. Und du wirst noch, wie soll ich sagen, früher als im zurückliegenden Jahr sozusagen diese Situationen verlassen. Du bist nicht mehr bereit, noch lange für etwas zu kämpfen, dich anzustrengen, zu versuchen, dass etwas klappt. Nein, du hast deinen Wert erkannt und du weißt ganz genau, dass das, was wirklich im Herzen und von Gott gewollt zu dir gehört, auch zu dir finden wird. Und alles andere darf auch bleiben, wo es sein möchte. Und deswegen finde ich das unglaublich passend, diese Karten für das neue Jahr. Und an dieser Stelle hier oben habe ich jetzt nochmal nach einem Rat gefragt aus der geistigen Welt, ja, von meiner Mannschaft sozusagen, für die Wasserzeichen und habe jetzt gebeten, so eine kleine Zusammenfassung von diesen gefallenen Karten uns zu geben, sozusagen, was ist die Message für dich für den Jahreswechsel? Und es konnten eigentlich keine zwei passenderen Karten fallen als diese. Schau mal, die sind auch gleichzeitig gesprungen während des Missions. Wir haben die 9 Schwerter und die 6 Stäbe. Übrigens sehr interessant, ja, wir haben hier die 9 Stäbe und die 6 Schwerter. Ja, also ihr seht hier das Spiegelgleiche und im Prinzip beschreiben diese beiden Karten nämlich das, was ich hierzu gerade erläutert habe. All dein Schmerz, diese zum Teil wirklich schlimme Zeit, durch die du in diesem Jahr gegangen bist, lässt dich siegreich hervorgehen. Und wie wunderschön ist das? Du hattest Phasen in diesem Jahr und gerade um diesen Blutmond im Sommer herum, ja, ging es vielen Menschen schlecht. Dir wurde bewusst, was in deinem Leben letztendlich dazu beiträgt, dass du dich oftmals so fühlst. Es gab schlaflose Nächte, es gab durchgeweinte Nächte, es gab wirklich Momente, da hast du nicht weiter gewusst. Und das bringt ja diese Karte zum Ausdruck. Aber die geistige Welt sagt dir damit, es hat sich gelohnt. Denn du bist letztendlich zunächst so aus dieser Energie hervorgekommen. Du hast dich aufgerappelt, du hast deine Wunden gereinigt, gesalbt und verbunden und stehst hier aufrecht. Du bist nicht hängen geblieben in dieser Energie. Und das alles, ja, wird sich auszahlen. Und da schließt sich dieser Kreis so schön zu diesen beiden Karten, denn die Siegeskarte im Tarot, der Herold, ja, der kommt hier stolz, erhobenen Hauptes, aufrecht mit dem Siegeskranz, diesem Lorbeerkranz, ja, auf seinem Pferd, um den Sieg zu verkünden.
Und wie passender könnte das fallen hier zu den drei Münzen, die ja diese Aufgabe repräsentieren? Und da komme ich einfach wieder zu dem ersten Gedanken, dass es bei dir ganz stark darum geht, dich jetzt zum Jahresende nochmal damit auseinanderzusetzen, was du für dich geschaffen hast in diesem Jahr 2018. Du hast ein ganz anderes Energiefeld um dich kreiert. Du bist stolz auf das, was du erreicht hast. Und das sollst du sein, sagt dir hier die geistige Welt mit dieser Karte. Und du darfst dein Herz öffnen. Denn, ich zeige euch mal an der Unterseite des Decks, liegt ein Bursche, der hat sein Herz nämlich weit geöffnet. Ja. Der Page der Stäbe, das ist einer, der geht mutig nach vorne. Und es passt ja auch wunderschön hier zu den sechs Schwertern. Der lässt alles hinter sich, was nicht seinem höchsten Wohl dient. Ich lege den mal mit dazu. Insgesamt, meine Lieben, um das zusammenzufassen, ja, du wirst wieder Liebe leben. Du wirst wieder dein Herz aufmachen können und ich habe das Gefühl, es ist zunächst nötig, es für dich selbst zu öffnen. All diese gemachten Erfahrungen des Jahres 2018 nochmal Revue passieren zu lassen und wirklich zu verinnerlichen, welche Transformation du hinter dich gebracht hast. Du gehst als Sieger aus diesem Jahr, weil du vieles zurücklassen konntest, was dir immer wieder etwas serviert hat, möchte ich fast sagen, womit du dich aber nicht mehr zufrieden geben möchtest. Es hat wehgetan, es wurden viele alte Wunden auch berührt. Aber letztlich hast du die Aufgabe angenommen und es wird dir nochmal bewusst werden in dieser Zeit jetzt. Du hast die Aufgabe angenommen, auf dich zu schauen, dir selbst zunächst diesen Kelch der Liebe zu reichen. Und wenn du dir jetzt mal die Königin der Kelche oder den König der Kelche vorstellst, die Tarotkarte, dazu sage ich ja als Assoziation auch immer wieder, das ist so dieser Inbegriff von ich selber fülle meinen Kelch mit Selbstliebe, mit Selbstwertschätzung, mit Selbstfürsorge und reiche ihn zunächst mir selbst. Denn damit werde ich fähig, letztendlich Liebe in mein Leben zu ziehen, die dann aber auch in eine erfüllte Partnerschaft führt. Denn man muss ganz klar sagen, diese beiden Energien als Kelchkarten jetzt, ja, sind sehr, sehr unterschiedlich. Du hast hier quasi das Maximum an Liebe, Wertschätzung, Bedingungslosigkeit auch, ja. Dir wird der Kelch hier ja sozusagen von göttlicher Seite gereicht. Also man könnte diese Karte auch symbolisch als diese Liebe Gottes sehen, ja, die dich immer umgibt. Und wenn du dich in dieser Liebe zu Hause und geborgen fühlst, dann ist es ja auch so, dass sich dieser Kampf nach Liebe im Außen erledigt. Denn du bist dann eingehüllt in Liebe. Und in diesem Jahr 2018 war es eben bei vielen von euch so, dass ihr euch diese Liebe noch nicht selber geben konntet, dass ihr aber erhofft oder gehofft habt, diesen, ich sage jetzt mal, wundervollen, prächtig gefüllten Kelch von einem ganz bestimmten Menschen zu erhalten, der dann aber letztendlich immer nur mit einem Fisch gekommen ist, ja, und euch jedes Mal wieder auch enttäuscht zurückgelassen hat. Und gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit steht uns ja so viel Liebe von göttlicher Seite zur Verfügung, weil wir uns Gedanken darüber machen, was bedeutet das Weihnachtsfest überhaupt. Und ich werde dazu auch noch Videos machen, ja, wie es dir gelingen kann. Ich habe euch ja versprochen, ich bin im Dezember
öfter für euch hier auf YouTube präsent. Ich werde auch an den Feiertagen, auch am Heiligen Abend ein Video machen und da wird es sicherlich um diese göttliche, universelle Liebe gehen, die dich einhüllt. Ich habe euch ja auch versprochen, ich mache ein Video zu meiner persönlichen Erfahrung mit Gott, mit Jesus, wie mir diese Energie geholfen hat aus einer sehr, sehr ungesunden Verbindung für mich herauszufinden. Und ohne die Hilfe von göttlicher Seite hätte ich es vermutlich auch die nächsten 20 Jahre nicht geschafft, denn diese Verbindung hat mich sehr, sehr, sehr lange, ich möchte fast sagen, im Bann gehalten. Das ist vielleicht das richtige Wort. Und dieses Video wird es geben, vielleicht sogar an Weihnachten. Ja, meine Lieben, ich finde eine wundervolle Energie zum Jahresausklang. Ich freue mich auf eure Kommentare. Schreibt mir sehr gerne unter das Video, ob ihr in Resonanz gehen konntet, ob es stimmig für euch war. Ich kann im Moment noch keine Plätze auf meiner Warteliste für persönliche Readings anbieten, aber es dauert nicht mehr lang. Ich werde in den kommenden Tagen die Warteliste mal für ein oder zwei Tage aufmachen. Dann könnt ihr mir gerne eure Anfragen stellen und dann werden wir sehen, wie viele Plätze ich dann auf der Warteliste praktisch wieder vergeben kann, bis ich sie wieder schließen muss. Aber noch ist es nicht ganz so weit. Wie gesagt, ich bin jetzt für euch da im Dezember. Ich mache viele Videos. Ich bedanke mich auch von ganzem Herzen für eure Unterstützung. Auch natürlich für die Unterstützung, die über meine IBAN bei mir eingeht. Das ist ja so, dass ich mich da nicht persönlich bedanken kann, weil ich da keine E-Mail-Adresse habe. Ja? Also bitte, jeder einzelne Mensch, der mir eine Spende zukommen lässt, ja, fühle sich jetzt bitte von mir ganz herzlich umarmt. Ich danke euch von ganzem Herzen für diese Unterstützung, weil mir das einfach so ein bisschen den Rücken frei macht, dass ich mehr kostenlose Beiträge anbieten kann, dass ich euch jetzt unterstützen kann in dieser Weihnachtszeit. Wie gesagt, ihr seid nicht allein, auch über die Feiertage nicht, über den Jahreswechsel nicht. Es wird einiges geben, was euch dadurch hilft. Ich bin mit euch, denn ich bin auch alleine, ja, und zusammen sind wir dann schon nicht ganz so alleine. Ja, jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Und ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Ich wünsche aber jetzt extra noch keine schönen Weihnachten, weil ich ja noch öfter wieder bei euch bin und natürlich auch hoffe, dass du meine nächsten Videos dann anschaust und sie für dich hilfreich sind. Also dann sage ich einfach bis sehr bald. Tschüss, eure Uli.